Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute spielen wir The Way is Clear. Wir sind irgendein... Freeman? Was? Ja? Wir sind der Sohn von Gordon Freeman, nicht irgendeinen, sondern wir sind der Sohn von Most Gordon of the Freeman. simulation results are perfectly acceptable, you know? Gordon ist tot. Und wir sind Dan. Der dreckige Dan Freeman. Ja, und der Wissenschaftler macht sich mal wieder richtig nützlich. Wieso komme ich nicht raus? Da ist mein... Was? Ah. So richtig ganz frühes Worldcraft Building. Worldcraft ist der Editor. Der Gold Source Engine. Der Way ist also nicht so ganz clear. Ne, von da bin ich gekommen. Erstmal die Feinde finden. Was habe ich denn mit diesem Powerschalter hier gemacht? Oh dear. Muss ich irgendwie außen lang? Muss ich hier hoch oder? Das geht mal wieder gut los. Null Plan. Das wäre jetzt wahrscheinlich der Rekord, dass ich so früh die Lösung brauche. Aber ich sehe keinen anderen Weg im Moment. Alles ausgeschöpft, meiner Meinung nach. Ach, das ist eine Tür, ja? Das sah eher aus wie Luft, wo ich da gerade durchgeschwommen bin. Xena. Die sieht man oft in Half-Life.
Schauen wir, was gibt's zu essen? Kann man nicht erkennen. Früchte und Gemüse. Keine Hamburger. Es ist 6:07. Na, da ist die Tür aufgegangen. Ich kriege jetzt die ganze Zeit Munition für die Magnum, aber ich kann hier nicht drüber springen. Aber ich krieg die Magnum nicht. Und ich höre hier immer noch Feinde in der Nähe. Warum gibt es hier Lichtschalter, wenn sie nichts bringen? Hier muss man noch irgendwie reinkommen, nehme ich mal an. Kommt man hier vielleicht durch? Es hat irgendwas gebracht, jedenfalls. Irgendwas ist passiert. Okay, da kommen wir nicht zurück. Vielleicht komme ich da noch irgendwie rein. Bist du tot? Ja, und sogar durchsichtig. Nicht durchsichtig. Mir fällt das Wort nicht ein. Man kann durch ihn durchgehen, das will ich sagen. Ist das nur ein Licht? Mal. Oh. Ihr seid noch ein bisschen schläfrig gewesen, ne? Gerade erst gespawnt. Okay, da gehe ich noch nicht rein. Ich will erstmal wissen, was hier ist. Okay. XX. Hier geopfert. Jemand mit Waffen. Und Munition. Danger, keep off. Oh, mal gucken rein. Da ist ein Automat hinter dem Tor. Hier geht's nicht rein. Thank you.
ins Wasser. Oh, ein Ichthyosaurus. Da ist eine Tür. Das kommt alles wieder. Ja, wohl doch nicht, oder? Doch. Ist da irgendwas drunter? Nö. Ach, das sind zwei. Reinkommen. Komm, das laden wir neu, das muss nicht sein. Ach, da ist ein Schalter, den habe ich nicht gesehen. Ihr habt wieder erst ganz, ganz bis zum Schluss gewartet, bis ich um die Ecke komme, ja? Vorher habt ihr nicht mitgeholfen. Nichts gemerkt. Gar nichts. Was ist das hier für eine Sektenkirche? Dass jetzt dieses große Tor aufgegangen ist. Ja. Da ist noch ein Viech drin. Hallo, machst du was? Nö, steht nur dumm rum. Komm, jetzt sitzt du gleich auf dem Trockenen. Ne, er sitzt nicht am Trockenen, ist einfach weg. So kann man es auch machen.
Warum nimmt er... Warum kann ich die Waffe nicht wechseln? Er kann die Waffe nicht wechseln. Wieder die ganze, das ganze Magazin muss ich auf ihn, fast das ganze Magazin muss ich auf ihn abfeuern. Bevor er stirbt. Du bist auch nicht der hellste gewesen. Wo ist jetzt was aufgegangen? Keine Ahnung. Nicht hier. Muss ich jetzt hier mit dem Ding jumpen oder was? Ich wüsste aber nicht wohin. Ah, da hinten ist ein... Da unten ist was aufgegangen hier. Na. Jawoll. So. Okay, was soll das jetzt? Bringt gar nichts. Okay, dann muss ich damit wahrscheinlich wieder hier hoch. Was sollte sich denn da oben geändert haben? Irgendwas wird sich geändert haben. Nochmal zu. Nee, jetzt nicht durch. Oh.
jedenfalls rüber. Da unten ist ein Bullskelett. Also doch nicht darüber. Von den nicht verwendeten Feinden in Half-Life. Erdbeben. Oder ist es einfach nur... Schöner Grafikfehler, ist das einfach nur das Kraftwerk oder was auch immer das jetzt ist, was da angegangen ist. Mhm. Jetzt killen sie die Kreaturen. Oh, ihr seid ja so arm. Das dauert mir zu lange. Besser nicht durch. Movement check. Oh, ein Gargantua. Arschlöcher in der Luft. Ach, der ist schon tot. Wieso bist du denn? Du bist doch nur ein Hologramm hier. Nee, ich kann die Granaten einfach nicht aufnehmen. Bist du jetzt gleich real? Wahrscheinlich. Oder wirst du gekillt? Könnte auch gekillt werden. Da ist ein Viech in dem Gargantua drin. Ist das irgendwie gerade ein Telefrag oder? Nein, der wird einfach nur gekillt. Das ist ganz viel Fleisch, das da aus ihm rausfällt. Schon auf die FPS.
nicht durch die Wand durch. Krass, wie das auf die Frames geht. Was ist denn hier los? Und was für ein Generator bist du? Krass! Oh. Okay, Zwischensequenz. Fertig. Da ist der G-Man. Was macht der da? Verschwindet hinter Wand. I will back. Oh, das ist ja ein super Ende. I will back. Besser kann es ja gar nicht aufhören. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist aus Volgograd, ja. Das ist der Mod an deinen Nachfolger. Bin ich schon gespannt drauf. Ja, da und dann zu Ende. Direkt in die Konsole. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.